Alles gut, Mann. Warte, vielen Dank, Mann. Vielen Dank, Mann, dass du uns hilfst, Mann. Ehrlich. Wir gehen die Sache gechillt an, intensiv an und mit Intelligenz und Mathematik. Ja, man muss die Sache easy angehen, intelligent angehen, links gucken, rechts gucken. Wenn man Verdacht hat, geht man einen anderen Weg. Aber ich renne doch nicht wie ein Besenkter durch die Straßen. Ja, die können ja rennen, wie sie wollen. Wir fahren hier gerade mit 60 km/h. Ich gebe mir ein bisschen Erfrischung, Bruder. Die werden sich hundertprozentig denken, boah, die Jungs werden jetzt direkt in einen Wald gehen oder sich irgendwo verstecken. Aber wir werden uns nicht verstecken. Kida und Jam haben einflussreiche Freunde. Freunde mit Flugzeugen. Alles klar? Wie steht's? Alles gut. Boah, das war sehr klein, oder? Wir waren schon öfters im Jet, als wir auf Toilette waren. Also das hat uns jetzt nicht, das war jetzt nicht der Burner, so in Jet einzusteigen. Kida und Jam fühlen sich grundsätzlich als Überflieger. Der Privatjet war da nur angemessen. So, wir fliegen im Jet, die anderen laufen im Wald. Was ist das für eine Mathematik, Bruder? Das heißt, ein bisschen Pflichten, ein bisschen Essen. Ambiente, Show. Ja, wir landen, ja? Jawohl, Nick! Ein Tagesbudget als Trinkgeld. Wahre Robin Hoods. Jawollo! Wir haben auf jeden Fall gute Leute in unseren Telefonbüchern, auf die wir zurückgreifen können und die uns auch gerne helfen. Hi, Nima, alles klar? Ja, Bruder. Nima, wissen die Bescheid bei Takasushi? Genau. Es geht, Bruder. Wir müssen uns beeilen, Bruder. Es geht. Ich hab hier ein ungutes Gefühl irgendwie, ja. Wir sind Straße, also wer will uns was erzählen? Weißt du, was ich immer gemacht habe mit Freddy Lau? Wir haben jeder 200 Euro, wenn wir beim Flughafen sind, jeder 200 Euro. Mhm. Welcher Koffer kommt zuerst? Boah, geil. Das ist geil, Alter. Jeder so macht das Warten Spaß. Kida, auf das Geld warte ich übrigens immer noch. Ich wünsche, die haben Abitur, ja. Die können nicht auf der Straße mit diesem Abitur anfangen. Ja. Lass es euch mal schmecken. Oder Tata, Mata. Wir sind doch Bauern, Bruder, wir kennen doch nichts. Was ist das hier? Garnele, oder? Mhm. Sogar wenn wir in einen Raum reingehen, die Stühle stehen auf. Weißt du, was ich meine? Also wir sind sehr beliebt in Restaurants. Bombe, Bruder. Das passt. Wir sind eigentlich mit allen Abwassern gewaschen. Wir können auch links antäuschen und rechts rüberziehen. Du weißt wohin? Hier wissen wir. Was meinst du, wen die als erstes erwischt haben? Ich glaube, Vanessa Mai wird als erstes erwischt. Wer ist das, Vanessa Mai, Bruder? Ich hoffe, Axel Stein und Tom Beck leben noch. Axel Stein sieht aber auch aus, als ob er schon früher mal im Wald gelebt hätte. Oder weißt du, wen er auch spielen könnte? Bei Herr der Ringe. Gimli, der Chef der Zwerge. Bruder, Walla, was wir machen, ist gerade übertrieben gefährlich, weißt du, ne? Wir sind eben mitten, das ist die beste Ecke von Düsseldorf. Und auf jeden Fall vor den Augen vor allen Leuten. Also mal gucken, ob es safe ist, Alter. Mann, hier kriegen wir es safe. Keine, Bruder. Komm, Bruder, komm. Jetzt. Komm. Na rein. Guck mal hier mit Daumen, Bruder, mit Daumen. Mann. Doppelte Daumen. Bro, ich brauch das auch. Ich brauch das bei mir für Toilette. Bruder, eine andere Sache. Wir müssen nach Köln von Düsseldorf. Wir haben keinen Bock auf Zug, keinen Bock auf Bus und will nicht, dass jemand uns fährt und dann wir kommen in Gefahr mit Kennzeichen und so. Was können wir machen? Ich habe ein Speedboot. Die ganzen Kollegen, die auch unterwegs sind, die sind sehr spießig, sehr so Waldorf-mäßig unterwegs und machen sich so Notizen und so. Und wir denken immer, Freestyle, locker sein und ehrlich sein, Authentizität ist die beste Medizin. Okay, let's go. Die Geschwindigkeit versetzt Jam und Kida in einen Rausch. Frechheit siegt. Hier gehen wir jetzt gleich anlegen und dann... Der Kunstfälscher Beltracchi, der war der krasseste Kunstfälscher. Nur weil er kurz faul war und kurz nicht konzentriert war, wurde er erwischt. Wir sind zwar cool und easy, aber wir lassen auch keine Fehler zu. Babas Döner, ne?
Weißt du, was Pablo Escobar gesagt hat? Er hat gesagt, meine größten Drogendeals habe ich mitten in der Stadt gemacht, habe ich gesagt. Mitten in der Stadt, nicht irgendwo in der Garage und so. Hey, was geht ab? Hey! Wo seid ihr unterwegs, Alter? Auf der Flucht, Bruder. Das Gefährlichste an uns beiden sind unsere Telefonbücher, glaube ich. Wenn du da durchgehst, hast du von 200 Jahren Knast über Milliarden, über was weiß ich. Ihr seid ja richtig auf Flucht, oder was ist das hier? Ja. Und wenn sie euch finden, ist einfach Abbruch. Wir wollen gewinnen, Bruder. Das sind TikToker, aber denkst du, ich will gegen TikToker verlieren? Dürft ihr euch wehren, wenn die jetzt kommen? Oder Walla, ihr kriegt eine Schelle, Bruder, wenn einer kommt. Wundervoll. Ich habe hier unten auch Jungs postiert. Ja. Sehr gut. Bruder, es gab im Leben immer so Up and Downs, ja, Up and Downs. Aber am Ende haben wir immer gesagt, jetzt nicht in die Ecke gehen und rumheulen wie so ein Waisenkind. Nein, gerade zugehen, weißt du, in den Kampf reingehen und sagen, ich stelle mich.